So, was für deine Gute-Nacht-Geschichte? Papi, kannst du mir heute Abend drei Gute-Nacht-Geschichten vorlesen? Ich weiß nicht, ob er das kann. Ich habe vergessen, was heute passiert ist. Wir haben keine Zeit mehr. Es kommt darauf an, wie lange du jetzt noch brauchst. Ich weiß was. Wie wär's, wenn wir etwas spielen? Wenn ich diese Sanduhr umdrehe, hast du 5 Minuten Zeit, bis der Sand durchgelaufen ist. Bis dahin musst du wegreisen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Herr Luke wollte sehr gern, dass ein paar die drei Geschichten vorlesen. Ich hab's geschafft! Ich hab nicht mehr Angst, Papi! Ja, das stimmt, Herr Luke. Dafür hast du 3 gute Nachtgeschichten verdient. Herr Luke, sehr glücklich, zu Recht hab ich fertig gemacht. Dieses Spiel gefällt mir, Papi. Es war einmal ein kleiner Junge. Er hieß Kaiju. Er brauchte immer sehr viel Zeit, um seine Sachen zu erledigen. Kaiju, der Handwerker. Kaiju fand es prima, wenn Waschtag war. Dann war das ganze Haus so gut. Papi, immer will dir beim Zusammenlegen der Wäsche helfen. Warte, im Wäschekorb hast du nichts zu suchen. Ich habe doch 2 Socken in die Waschmaschine getan.